Er ist wie ein gefühlter Neuzugang. Tim Leibold, in der letzten Saison viel durch Verletzungen ausgefallen. Jetzt ist er fit und beackert die linke Seite beim 1. FC Nürnberg. Am nächsten Sonntag geht's los, Zweitliga-Premiere, der Club gegen Kaiserslautern. Tim Leibold, eine Woche noch, dann geht's endlich wieder los, Zweitliga-Fußball in Nürnberg. Ihr habt euch hier in dem Stadion heute schon richtig eingespielt. Ja, kann man so sagen. Haben wiederum ein gutes Spiel gemacht, wie die letzten Partien auch. Ich glaube, wir fühlen uns immer wohler, also als Mannschaft wachsen wir immer mehr zusammen. Und das sieht man auch, das trägt dann irgendwann Früchte. Dass man nur ein paar Stellschrauben drehen muss, das wissen wir selber. Aber ich glaube, für die Vorbereitung war es in dem Sinne ganz in Ordnung. Die Fans sind froh und du, denke ich mal, noch viel mehr verletzungsfrei. Wie fühlt sich's an? Ja, kann man so sagen. Ich glaube, ich hatte eine lange Durststrecke und bin endlich froh, dass ich wieder unbeholfen ans Leder treten kann. Ist für mich das Allerwichtigste, dass ich schmerzfrei spielen kann. Und das ist das Wichtigste, was für mich einfach auch zählt. Überrascht, dass ihr Gladbach heute so dominiert habt? Ja, was heißt dominiert? Ich glaube, über weite Strecken haben wir vieles richtig gemacht. Trotzdem ist noch Luft nach oben. Die Gladbacher sind auch noch nicht so weit in der Vorbereitung wie wir. Nichtsdestotrotz ist es ein Achtungserfolg. Klar, Gladbach ist keine Laufkundschaft. Ich glaube, da können wir stolz auf uns sein, da gewonnen zu haben. Aber nichtsdestotrotz können wir das einordnen und wissen auch, dass es dann erst am Sonntag um 3 Punkte geht. Prag geschlagen, in der Mailand geschlagen, Gladbach geschlagen. Das ist ja schon, also die Fans träumen schon. Wie viel träumt ihr? Wie gesagt, wir können das richtig einordnen. Wir wissen, dass auch die anderen Mannschaften in der Vorbereitung sind. Je nachdem, wie sie das Training da abstimmen, ist es bei manchen härter, bei manchen weniger härter. Deswegen können wir das gut einordnen und wissen um unsere eigene Stärke. Gerade gegen Mailand war es auch bei weite Strecken ein gutes Spiel von uns. Aber wie gesagt, da ist noch einiges an Luft nach oben. Und ich glaube, an den paar Stellschrauben werden wir jetzt in den nächsten Wochen drehen. Wie fühlt es sich an nach so einer Vorbereitung? War es hart? Ja, ich glaube, jede Vorbereitung ist hart irgendwo. Wir waren viel auf dem Platz, haben viel spielerisch versucht, irgendwie die Dinge umzusetzen. Ich glaube, so ein bisschen sieht man es dann auf dem Platz. Wir versuchen nicht mehr allzu viel nach vorne zu schlagen, versuchen dann auch ab und zu wirklich einen Ball laufen zu lassen. Dass es nicht immer gelingt, ist auch klar. Dass das Selbstvertrauen dann noch kommen muss, ist auch klar. Aber wie gesagt, jetzt haben wir viele Spiele gewonnen. Ich glaube, das gibt einem selber einfach nochmal einen Schub mit dann für die Saison. Und wie es dann am Sonntag ausgeht, das sehen wir dann auch hoffentlich positiv für uns. Und heute habt ihr noch mal ein paar Torschancen aufgespart für nächsten Sonntag. So kann man sagen, genau. Damit wir noch 5 gegen Lautern machen.